könnte eine merkwürdige Substanz, die im Südwesten von Atkinson gefunden wurde, Bestandteil eines Regierungsexperimentes sein? Diese Frage liegt einem Phänomen zugrunde, das unter der Bezeichnung Chemtrails für Aufsehen sorgt. Sie sagen, die Regierung werfe Chemikalien über uns ab, um das Wetter zu kontrollieren oder zu manipulieren. Und sie sagen, die ungewöhnlich aussehenden Kondensstreifen am Himmel seien eigentlich chemikaliengeladene Chemtrails. Es heißt, die Regierung fliege mit Flugzeugen umher und versprühe alle möglichen Chemikalien, um das Wetter zu manipulieren. Sie hinterlassen das, was man hier sieht, und die Leute nennen das Chemtrails. Also Ihrer Meinung nach sind das Chemtrails da oben? Genau. Ein Kondensstreifen hätte sich inzwischen längst aufgelöst. Dies ist von Interesse nicht nur für unser Land, sondern auch in vielen europäischen Ländern und auf der ganzen Welt. Sie erwähnten, dass Klimatologen und Wetterforscher glauben, dass sie es sicherlich bereits bemerkt hätten, wenn sich da oben ein dubioses Projekt abspielen würde. Unsere Reise begann in San Diego, Kalifornien, wo Tausende von Wissenschaftlern, Ingenieuren, Politikern und Journalisten zur Konferenz der amerikanischen Wissenschaftsförderung AAAS eintrafen. Während der Tagung diskutierten die Forscher auch über die Plausibilität, Geoengineering-Kampagnen weltweit unter dem Vorwand der globalen Erwärmungseindämmung durchzuführen. Eine weitläufig akzeptierte Theorie war es, die Sonnenstrahlung mit Hilfe des Versprühens von Stoffen in die Atmosphäre zu blockieren. Als sie über bestehende Programme befragt wurden, machten sie klar, dass keine Programme dieser Art jemals durchgeführt worden seien. Doch eigenartigerweise decken sich die angebrachten Vorschläge mit dem, was nach Ansicht von vielen Menschen auf der ganzen Welt bereits im Gange ist. Als ich erfuhr, dass diese Konferenz hier stattfinden und eines der Hauptthemen das Geoengineering sein würde, musste ich herkommen. Ich musste einfach dabei sein und hören, was diese Spitzenklimawissenschaftler zu berichten hatten. Nun zu Ihrer Frage, ob Chemtrails oder Wetter-Geoengineering bereits angewendet wird. Ich habe davon keine Kenntnis. Ich kann nur sagen, dass ich mit der Regierung auf hohen Ebenen zusammenarbeite, auch mit dem Weißen Haus, und ich persönlich betrachte das eher skeptisch. Aber andererseits, man kann nie genau wissen, was die Regierung alles macht. Chemtrails. Im Internet werden sie als Beweise dafür angeführt, dass die Regierung Wolken produziert, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Man spricht davon, dass die amerikanische Regierung mit der geheimen Zustimmung der Nationalregierung Flugzeuge benutzt, um die Bevölkerung mit Aluminium, Barium und Strontium zu besprühen. Mit der Absicht, das Immunsystem der Menschen zu schwächen und somit die Weltbevölkerung zu dezimieren. Das scheint mir alles ein bisschen suspekt. Die Regierung scheint mir eher nicht in der Lage zu sein, etwas in solch einer Größenordnung durchzuführen. Das ist weder Regen noch Schnee. Ob Sie es glauben oder nicht, Militärflugzeuge, die derzeit die Region überfliegen, sprühen winzige Aluminiumpartikel aus. Manchmal sind sie auch aus Plastik oder sogar aus Papier. Jedenfalls ist es eine Antiradarübung und offensichtlich sind die da oben am Trainieren. Nun, die werden das sicher nicht bestätigen, aber ich war viele Jahre im Marine Corps und ich kann Ihnen sagen, genau das ist es aber. Was hier passiert? Militärflugzeuge kommen aus der Key West Air Force Basis und steigen in die Atmosphäre auf, um feine Streifen zu versprühen. Manche sind etwas breiter, manche sind aus Fiberglas mit Aluminiumbeschichtung. Die Air Force benutzt nun die Düsenflugzeuge, um diese Streifen in der Atmosphäre abzuwerfen. Einige brauchen sogar einen Tag, bis sie wieder auf die Erde fallen. Es ist unbestritten militärisch oder irgendwas in der Art, vielleicht von der Regierung oder der Luftwaffe. Wenn Sie solche Muster sehen, können Sie sicher sein, dass da was läuft. Es sind tatsächlich winzige kleine magnetische Streifen. Sie können aus Aluminium sein. Es ist schwierig zu bestimmen, was echt ist und was nicht, aber es sieht so aus, als wäre es echt. Es ist eine Militäroperation. Das offensichtliche Motiv dieser Verschwörungstheorie ist eine Weltregierung. Ruhe im Saal. Ich kann nichts verstehen. Vorsitzender, ich möchte dem Haus versichern, dass sowohl mein Ministerium als auch mein Kollege der Gesundheitsminister, die beide die Korrespondenzen hierzu erhalten haben, bestätigen, dass an dieser Theorie nichts dran ist und dass die beobachteten Streifen ganz einfach von Düsentriebwerken stammen. Frage Nummer 9. Ich bitte um Ruhe. Und ich muss unterstreichen, was es für ein abscheuliches Exempel für die neue Führung der Arbeiterpartei ist, dass sie Verschwörungstheorien über die Regierung der Vereinigten Staaten verbreitet. Ich denke, das Haus hat genug gehört. Es nennt sich Geoengineering. Die Bekämpfung der Erderwärmung durch Ausbringung von chemischem Staub in der Atmosphäre, um schädliche Strahlung ins All zu reflektieren. Als Geoengineering bezeichnet man absichtliche, großflächige Interventionen in globale Systeme.
Es gibt eine Vielzahl von Plänen, die für das Geoengineering diskutiert worden sind. Das klassische Beispiel ist, reflektierende Partikel in die Atmosphäre zu befördern. Nichtsdestotrotz scheint es gute Gründe zu geben, über Aluminium nachzudenken. Einerseits ist bereits viel Arbeit über die Umweltfolgen von Aluminium in der Stratosphäre geleistet worden. Die Quintessenz ist, dass Aluminiumpartikel im Vergleich zu Schwefel das vierfache volumetrische Vermögen aufweisen. Und das bedeutet eine viermal kleinere Oberfläche. Der entscheidende Knackpunkt ist, man hat eine 16-mal kleinere Koagulationsrate, was uns, gemäß unseren Annahmen, mit viel geringeren Mengen auskommen lässt. Deswegen ist beispielsweise im US Aircraft-Patent aus dem Jahre 1989 von Aluminium die Rede. Deswegen sehen wir Aluminium in Proben von Wasseroberflächen. Und dann kommt noch David Keith und sagt, Aluminium hat die vierfache reflektierende Volumenoberfläche. Sie wollten uns glauben lassen, dass von Schwefel gesprochen wird. Doch sie konnten nicht lange verschleiern, dass in Wirklichkeit Aluminium viermal besser für die Verwirklichung ihrer Ziele ist. Und es klingt, als sollten wir nichts über mögliche oder konkrete Folgen erfahren. Unsere Bilder von einer Nanofabrikationsstudie zeigen, dass man sehr einfach qualitativ hochwertige Partikel herstellen kann, indem man Aluminiumdämpfe durch Düsen sprüht. Somit ist dies prinzipiell real möglich und es existiert auch schon relativ viel Literatur darüber. Man kann dies ausführen, indem man entweder neue Flugzeuge eigens für diesen Zweck entwickelt oder einfach vorhandene Flugzeuge umrüstet. Wenn Sie also ein Ingenieursbüro dafür suchen, werden Sie auch eins finden. Aerosol Geoengineering scheint so preiswert zu sein, dass die Kosten kein großes Thema zu sein scheinen. Das heißt, die Entscheidung zur Ausführung wird eine Risiko-Risiko-Entscheidung sein. Das Risiko, es zu tun, gegen das Risiko, es nicht zu tun. Und das macht die Frage, wie wir damit umgehen sollen, grundlegend schwieriger. Wie gesagt, es ist billig, die Partikel in die Stratosphäre zu befördern. Und ich glaube, daran wird sich so schnell nichts ändern. Aber je mehr wir forschen, umso komplexer werden die Umweltfolgen ausfallen. Und das ist gut so, weil es im Moment so kinderleicht aussieht. Wenn wir also weitere Nachforschungen anstellen, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass es sich als schwieriger herausstellt und die Nebeneffekte schwerer zu kontrollieren sind. Das ist eine gesunde Erkenntnis, die es einfacher macht, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Natürlich ist auch eine gegenteilige Reaktion möglich. Es ist eine empirische Frage, wie die Menschen tatsächlich darauf reagieren werden, wenn sie es erfahren. Und eine weitere Reaktion wäre zu sagen, wenn diese verrückten Forscher so besorgt über CO2 in der Atmosphäre sind, dass sie solche Dinge in Betracht ziehen, dann könnte das bedeuten, wir sollten das Risiko von CO2 in der Atmosphäre ernster nehmen. Es ist weniger moralische Abwägung, sondern vielmehr Trittbrettfahren auf Kosten unserer Enkel. Das Kalifornische Komitee für Luftqualitätsressourcen bezeichnet, ich zitiere, Partikelvorkommen schon im Bereich unter 1 Mikrometer als ausgesprochen schädlich für das menschliche Atmungssystem. In dieser ganzen Diskussion heute wurde der Niederschlag von Partikeln mit keinem Wort erwähnt. Ist das auch untersucht worden? Und wurde auch untersucht, wie sich ein so hochreaktives Metall wie Aluminium auf Gewässer und Böden auswirkt? Die Frage ist, was wären die Folgen für die menschliche Gesundheit, wenn diese Partikel aus der Stratosphäre herunterkommen? Im Besonderen winzige Aluminiumpartikel. Meine Mitarbeiter am Aerosol-Projekt haben sich in der Tat bereits intensiv mit den Gesundheitsfragen beschäftigt. Obwohl wir noch nichts darüber publiziert haben, war dies jedoch das Erste, was wir taten. Wir machten Schwerkraftberechnungen mit einem Gesundheitsexperten in der Papier- und Bleistiftphase, um zu sehen, ob dies zu Problemen führen könnte. Für Aluminium und andere Partikel gibt es viele toxikologische Faktoren, die betrachtet werden müssen. Aber wenn wir jetzt mal nur auf die Anzahl und die gesundheitlichen Folgen der Partikel schauen, dann ist die Antwort auch, wir haben noch nichts veröffentlicht, aber es war das Erste, was wir in Zusammenarbeit mit führenden Experten betrachtet haben, die sich intensiv mit Gesundheitsfragen auseinandersetzen. Nur um es noch mal klarzustellen, 10 Millionen Tonnen Aluminium in der Atmosphäre abzuladen, hat keinerlei Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Um es noch mal vorsichtiger auszudrücken, der toxikologische Part steht hier außen vor. Bei Aluminium haben wir erst mit den Untersuchungen begonnen und bislang nichts publiziert. Dane hat ihn angeschaut und gesagt, Sie wollen mir also erzählen, dass 10 bis 20 Megatonnen Aluminium zu versprühen keinerlei Konsequenzen für die menschliche Gesundheit hätte? Er atmete tief ein, schluckte und entgegnete, um es noch mal vorsichtiger auszudrücken. Wir haben noch nichts Ernsthaftes über Aluminium gemacht und es könnte durchaus ein Fakt auftauchen, den wir bis dato übersehen haben. Und das war für mich der Kernpunkt, der langsam aber sicher an die Oberfläche geschwemmt wird.
Es sind die verheerenden Folgen von Aluminium, das in enormen Mengen immer öfter auf der ganzen Welt gefunden wird. Hier wurde David Keith mit der Frage konfrontiert und er wirkte, als hätten sie sozusagen die Katze aus dem Sack lassen müssen. Wir haben noch nichts Ernsthaftes über Aluminium gemacht und es könnte durchaus ein Fakt auftauchen, den wir bis dato übersehen haben. Sie machen deswegen weiter, weil sie ganz andere Absichten verfolgen, ungeachtet vom Versuch, diese Krise um die globale Erwärmung zum Laufen zu bringen. Es gibt offensichtlich mehrere Ziele, ob es sich um Bevölkerungsdezimierung oder Kontrolle handelt, Wettermanipulation, militärische Interessen, Kommunikationsaspekte, Dinge, von denen wir nicht auch nur die leiseste Ahnung haben. Wir wissen es nicht genau, und ich werde nicht zu spekulieren anfangen über ihre genaue Agenda. Aber es zeigt sich eindeutig, dass es nicht dem Wohle der Menschheit dienen soll, sondern dem Wohle einer Elite. Die Frage ist, wo befindet sich die Grenze zwischen einer legalen Aktivität, die keiner globalen Rechtskontrolle bedarf, und einer illegalen Aktivität, die eine Rechtsprüfung benötigt? Dr. John Holdren hat sich bereit erklärt, dem Präsidenten in den Bereichen Forschung und Technologie beratend zur Seite zu stehen und als Leiter dieser Abteilung dem Weißen Haus zu dienen. Ich freue mich, auf seinen weisen Rat zählen zu dürfen. Meiner Meinung nach müssen wir das Geoengineering im Gespräch halten und es sehr vorsichtig behandeln, denn vielleicht werden wir eines Tages in solch eine Bedrängnis geraten, dass wir es brauchen werden. Was würden wir tun, wenn es im Jahre 2040 oder 2060 wirklich eine schwerwiegende Klimakrise gäbe? Sagen wir mit großen Hungersnöten oder einem plötzlichen Versinken von Grönland im Meer? Die einzige plausible Methode, die Erde in diesem Jahrhundert zu kühlen, ist das direkte Eingreifen in das Klimasystem. Das heißt, Partikel in die Stratosphäre zu befördern. Wir tun natürlich andauernd Dinge in der Stratosphäre. Es ist nicht so, als wäre die Stratosphäre sozusagen jungfräulich. Aber man will natürlich nicht, dass etwas unternommen wird, was einen erhöhten Treibhauseffekt durch Flugzeugemission zur Folge hat, über einen längeren Zeitraum ausgeführt wird oder zu viele reaktive Oberflächen involviert, was eine Zerstörung der Ozonschicht beschleunigen könnte. Die Nanopartikel können der reinen Geldmacherei wegen in die Atmosphäre befördert werden. Sie können aber auch aus Forschungszwecken versprüht werden, um die physikalischen Prozesse in den Wolken besser zu verstehen. Man kann sie auch in die Atmosphäre schaffen, um lokale Niederschläge zu erzeugen oder die Wolken zu impfen, wie wir sagen, um mehr Schnee in den Skigebieten fallen zu lassen. Natürlich wirft das alles jede Menge Fragen auf. Und man muss sagen, dass es durchaus riskant sein kann und es auch sicherlich negative Folgen für einige Menschen haben könnte. Aber wir werden uns vielleicht in einer Lage wiederfinden, in der es wert sein wird, diese Risiken einzugehen. Etwas, das mich wirklich schockiert hat, war, in der einen Erläuterung zeigten sie sowohl die Vorteile als auch Risiken dieser Projekte. Als Vorteil wurde lediglich das Kühlen des Planeten angeführt. Doch bei den Risiken stand zum Beispiel Ozonvernichtung und Dürren in Afrika und Asien. Ich muss Ihnen eins sagen. Nach 4 Tagen Symposium, an denen ich sämtliche Wissenschaftler gehört hatte, bin ich ernsthaft in Sorge, weil sich ganz klar gezeigt hat, dass sie verheerende Folgen für uns und die Umwelt versuchen zu rationalisieren und zu legitimieren. Justifying, rationalizing and looking to legitimize some really, really horrible impacts, further impacts on our environment. Im Grunde formulieren sie hier nicht mehr und nicht weniger als die Verkaufsstrategie, die Anwendungs- und Aufsichtsstrategie und die Finanzierungsstrategie. Nach San Diego war ich schockiert über die vorgeschlagenen Projekte und beschloss, darüber zu schreiben. In derselben Nacht schickte ich den fertigen Artikel an einen Online-Verlag mit meiner Mailadresse im Anhang. Am darauffolgenden Morgen war mein Postfach geradezu überfüllt mit Antworten aus der ganzen Welt. Warum? Ich hatte gerade eine Story über Aluminium bei Geoengineering-Modellen herausgebracht und mir war zu der Zeit überhaupt nicht bewusst, wie viele, besser gesagt wenige Leute tatsächlich etwas darüber wussten. Dieses Metall wurde überall in einer erheblichen Konzentration weit über den Normalwerten in Regen, in Schnee und in Böden gemessen. Danach schienen die Leute verzweifelt jemanden zu suchen, der dieser ganzen Sache nachgehen würde und auf diese Weise wurde dieses Filmprojekt ins Leben gerufen. Bevor wir mit dem Drehen beginnen konnten, setzten wir uns mit einem unserer Lieblingsautoren und Dokumentarfilmer, G. Edward Griffin, an einen Tisch, um herauszufinden, was er über dieses Thema wusste.
Ich möchte kurz mit Ihnen über ein Thema sprechen, das immer mehr Aufmerksamkeit erregt. Wissenschaftlich wird es als Stratosphären-Aerosol-Geoengineering bezeichnet. Doch weitläufiger ist es als Chemtrails bekannt. Ich habe schon von der Chemtrail-Kontra-Kondensstreifen-Diskussion gehört. Soweit ich weiß, ist es ein Fall, der immer wieder neu eröffnet und geschlossen wird. Ich habe die Entwicklung der Düsenflugzeuge von Anfang an mitverfolgen können. Eine Zeit lang wohnte ich in der Nähe des Flughafens von L.A. Ich erinnere mich noch gut daran, als die ersten düsenbetriebenen Jets landeten. Sie machten einen Höllenlärm, den wir so noch nie zuvor gehört hatten. Wir gingen also rüber, setzten uns ans Ende der Landebahn und beobachteten, wie sie starteten und landeten. Es war eine ganz neue Erfahrung für uns. Ich habe mein ganzes Leben lang Düsenflieger beobachtet und ich weiß, was Jet-Kondensstreifen sind. Die bestehen aus Wasserdampf. Sprich einfache Eiskristalle, die in die Atmosphäre austreten und dann recht zügig wieder verschwinden. Man kann das schön beobachten, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt und einen kleinen weißen Streifen hinter sich herzieht. Der kann dann 10 oder auch 20 Mal so lang wie das Flugzeug sein, aber dann löst er sich wieder auf. Man sieht diese Kondensstreifen immer noch ab und zu am Himmel. Diese anderen Dinger, über die wir sprechen, haben mit diesem Phänomen überhaupt nichts zu tun. Diese Flugzeuge fliegen vorbei und stoßen einen weißen Rauch aus, der den Himmel von einem Horizont zum anderen durchzieht und sich so gut wie gar nicht auflöst. Man sieht sie auch in akkuraten Rautenmustern. Kurze Zeit darauf wird der Himmel immer bedeckter und milchiger. Und dann hört man Geschichten darüber, dass Menschen Atembeschwerden kriegen und dass viel zu hohe Aluminium- und Bariumwerte gemessen werden. Wenn man das alles zusammennimmt, dann verstehe ich nicht, wie jemand mit zwei gesunden, offenen Augen und einem einigermaßen wachen und offenen Geist zu einem anderen Schluss kommen kann, als dass irgendjemand da draußen sehr viel Geld und Mühen aufwendet, um unseren Planeten vollzusprühen. Die Frage ist, wieso? Ich habe hierzu meine eigenen Theorien, aber ich hoffe, dass es ein paar guten Journalisten gelingen wird, uns wohl recherchierte Antworten vorlegen zu können. Ich weiß, dass, wenn es entdeckt wird, und das wird es ganz sicher, die Verantwortlichen zweifelsfrei sagen werden, es dient dem Wohle des Volkes und der Gesellschaft. Möglicherweise ist es eine Methode, die Menschen gegen irgendwelche biologischen Angriffe zu immunisieren oder sowas in der Art. Schließlich kann man nicht allen Spritzen verabreichen, doch besprühen kann man sie, um ihre Leben zu retten. Seht doch, wie gut wir sind. Wir tun es nur zum Nutzen der Gesellschaft. Was auch immer es für Argumente sein werden, sie werden stets auf das Beste für alle gerichtet sein. Stellen Sie sich vor, wir wären in der Lage, Hurricanes zu steuern. Zum Beispiel einen Hurrikan wie Katrina, der sich auf dem Weg nach New Orleans befindet. Angenommen, man könnte ihn umlenken, sodass er stattdessen auf Mississippi trifft. Wäre es wert und wäre man bereit, 18 Menschen in Mississippi mehr oder weniger zu opfern, um 1.800 Menschen in New Orleans zu retten? Wenn wir das ganz bewusst tun, ermorden wir dann diese 100 Menschen? Das wirft viele Gerechtigkeitsfragen auf. Wir könnten genauso gut in die falsche Richtung steuern, wenn uns ein Fehler unterläuft und Katrina damit zum Beispiel noch verstärken. Und dies würde noch mehr Menschen das Leben kosten. Die Frage ist also, wie erlangen wir die absolute Gewissheit darüber, dass ein Eingriff die Katastrophe und die Schäden reduzieren wird? Wie gehen wir damit um, dass wir einer kleineren Anzahl Menschen bewusst schaden, die eigentlich überhaupt nicht betroffen wären, um eine deutlich größere Anzahl an Leben zu retten? Diese Sprühaktionen werden offensichtlich vorwiegend in NATO-Ländern durchgeführt. Ich habe es in den USA, in Kanada, England und Schottland beobachtet und ich habe auch schon aus Frankreich darüber erfahren. Es gibt ja eine politische Gruppierung, die wohl auch internationale Pendants zu haben scheint. Das ist nicht nur ein rein amerikanisches Phänomen. Und jeder, der darüber recherchieren will, muss diesen Aspekt berücksichtigen. Man wird hier nämlich auf eine politische Elite und ein politisches Motiv stoßen, denn meiner Ansicht nach kann dies doch nicht zu unser aller Wohl sein. Ich kann nicht sagen, wozu es ist, aber wir werden es bald herausgefunden haben. Nach dem Interview war Mike und mir klar, dass auch Ed Griffin unsere Sorgen teilte. Ich bin mir sicher, wenn ihr die alte Weisheit Folge dem Geld befolgt, werdet ihr früher oder später zu einer Antwort gelangen. Neben seiner tatkräftigen Unterstützung bot uns Ed auch an, bei der Finanzierung zu helfen. Der öffentliche Spendensupport war so großartig, dass wir in nur 2 Tagen das nötige Geld zusammen hatten. Das Wichtigste ist, da das Budget nicht überragend ist, es zügig durchzuziehen.
Aber wir können die Antwort nicht einfach aus der Luft greifen. Wir sind aber keine Wissenschaftler. Wir stellen genau genommen ja nur Fragen. Und die Antworten sollten wir sehr skeptisch betrachten. Ich finde es, um ehrlich zu sein, peinlich und beschämend. Wieso erkennen die Leute das denn nicht? Die hören nicht genau hin und es interessiert sie auch nicht, dass ihnen die Fakten vorenthalten werden. Wir können uns glücklich schätzen, wisst ihr? Das ist eine Gelegenheit, die uns in den Schoß gefallen ist. Ja, das ist eine echte Gelegenheit. Naja, das wird wohl vielmehr ein Kampf werden, eine Herausforderung. Ja, genau, eine Herausforderung. Ich meine, warum sonst sind wir hier? Okay, Michael, wir sind gleich soweit. Alles klar? Okay, hervorragend. Sounds good. Einmal war der ganze Himmel mit Chemtrails durchzogen. Es sah aus wie ein Netz. Ich weiß aber leider nicht mehr, ob es in L.A. oder auf dem Land draußen war. Aber ich schaute hoch und dachte mir, das können doch nicht die normalen Flugrouten sein. Es war ein gleichmäßiges Gitter am Himmel und ich traute meinen Augen nicht. Das alles ist sehr offensichtlich und es befinden sich jetzt auch Nachweise von Aluminium, Barium und Strontium am Boden. Wir haben die Patentschriften und die ganzen Dinge, die diese Geoengineers ankündigen. Aus Sicht eines Normalbürgers ist dies praktisch ein bereits ausgeführter Plan. Dies ist für die Regierung ein sehr heikler Moment, weil nun offenbart wird, dass sie in verdeckten Operationen wie dem Stratosphären-Aerosol-Projekt involviert sind oder den Chemtrails, dem Projekt Icarus, wie auch immer sie alle heißen. Viele Bezeichnungen dafür sind in den vergangenen Jahren gekommen und wieder gegangen. Sie münzen es einfach in ein wissenschaftliches Geoengineering-Projekt um, das in der Praxis ausschließlich der Reflexion von Sonnenlicht dienen soll, denn schließlich haben wir wieder eine Zunahme der globalen Erwärmung. Man kann sagen, dass sozusagen der Drache über unseren Köpfen fliegt, aber im Augenblick ohne eine schützende Panzerung um den Bauch. Ganz egal, ob man an Chemtrails glaubt oder nicht, das Geoengineering alleine sollte schon beängstigend genug sein. Sie meinen also, es handele sich hier um eine globale Verschwörung? Die Geoengineers haben nahegelegt, dies in einem globalen Rahmen durchzuführen. Wir sind jetzt in Kalifornien gelandet. Und das ist Schritt 2 nach der AAAS-Konferenz. Mal sehen, was wir herausfinden werden. Ich befinde mich im Norden Kaliforniens und sitze im Haus von Dane Wigington. Dane ist stolzer Besitzer von über 850 Hektar Land mit einem wunderbaren freien Blick auf den Mount Shasta. Er erzählte mir von einigen Schwierigkeiten, die sie hier oben haben. Wir fahren jetzt auf sein Anwesen, um uns mit ihm darüber zu unterhalten und auch zu sehen, welche Maßnahmen er nun nach den Testergebnissen ergreifen wird bzw. muss. What's happening? How you doing, man? Ich komme aus dem Energiesektor. In den frühen 1980er Jahren arbeitete ich im allerersten Solarkraftwerk, das in den USA gebaut worden ist. Und ich war auf der Titelseite des größten Magazins für erneuerbare Energien. So viel zu meiner Vorgeschichte. Mein Ziel ist es, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, ja, zu wecken. Denn es fallen ohne den geringsten Zweifel Berge von giftigen Metallen auf uns herab. Bis vor etwa 5 Jahren war unser Himmel meistens strahlend blau. Jetzt ist er meistens mit Streifen und Nebelschwaden bedeckt. Fast nichts von dem, was da zu sehen ist, sind natürliche Wolken. Das sind alles Rückstände dieser Flugzeugstreifen, die dann ausfächern und sich zu künstlichen Wolken sammeln. Der Himmel bekommt dadurch ein trübes Erscheinungsbild. Da bleibt kaum was von dem klaren blauen Himmel mit den satten Wolken übrig, die es noch vor ein paar Jahren gab. Vielmehr sieht es aus, als gäbe es da hinten einen paffenden Fabrikpark oder Waldbrände. Das sieht hier jeden Abend so aus. Auch auf Bodenhöhe nimmt die klare Sicht drastisch ab. Doch wir sehen diesen trüben Himmel nur an den Tagen, an denen wir diese langen und lange verweilenden Kondensstreifen haben. An manchen Tagen sieht man diese Streifen auch senkrecht runterhängen, wie Schleier. Die logische Annahme ist, dass dann diese Partikel runterkommen. Nun haben wir endlich die Testergebnisse, die beweisen, dass das so ist. Wir werden regelrecht mit Aluminiumpartikeln zugedeckt, die die ohnehin bereits hohen Werte förmlich explodieren lassen. Wir sprechen hier nicht von ein paar Prozent über den Grenzwerten für diese giftigen Stoffe. Sehen Sie, zum Beispiel an den Hängen des Mount Shasta, ein Wahrzeichen Nordkaliforniens, das immer noch als einwandfreie Wasserquelle deklariert wird. Hier wurden im Schnee Aluminiumwerte von 61.000 Teilchen pro Nanometer gemessen. Das ist gewöhnliches Schneeschmelzwasser und die Leute trinken es während des Bergsteigens.
Bedenken Sie, dass das Gesetz einen Maximalwert von 1000 Teilchen pro Nanometer vorsieht. Wir haben hier das 61-fache davon. Und unsere Bergsteiger trinken dieses hochgiftige Wasser auf dem Mount Shasta. Barium 83. Strontium 383. Diesen Sommer trinken die Bergsteiger quasi Gift. Sozusagen, ja. Ich jedenfalls würde einen Teufel tun und dieses Wasser trinken. Wir haben in diesen 5 Jahren pH-Werte im Boden gemessen, die 10 bis 12 Mal höher als normal sind. Das ist tadellos bewiesen worden und keine hohlen Spekulationen. Wir können einwandfrei beweisen, dass sich diese Metalle im Regen befanden. Wir haben teilweise sogar doppelte Proben. Bakteriologische Forschung an Waldbeständen. Internationale Fakultät für Forstwirtschaft in Masur. Master in Zoologie. Spezialisiert auf Wasserlebewesen. 35 Jahre Dienst als Waldtierbiologe im US-Forstamt. Und zuvor mehrere Jahre beim USDA-Bodenerhaltungsdienst als Bodenerhaltungsspezialist. Ich habe auch botanische und Viehzuchtprojekte geleitet, was ich heute als Berater zum Beispiel für Gärtner weiterführe. Als ich mit der Bearbeitung dieses Gartens anfing, das muss 2005 oder so gewesen sein, lag der pH-Wert bei 5,5 bis 5,6. Das hier ist die damalige Bodenwertetabelle für diese Provinz. Sie können alle pH-Werte nachschlagen. Das hier ist mein Boden, D125 bis 126, direkt an meinem Haus. Sehen Sie hier, der Bodenreaktions-pH sollte zwischen 4,5 und 6,0 liegen. An dieser Stelle ist es sogar ein bisschen dunkler. Er hat 6,8. Und was kann das für Folgen für die Pflanzen und das gesamte Ökosystem haben? Naja, man muss hier nur mal versuchen, die hier ansässigen Insekten mit einer Lupe näher anzuschauen. Dann wird man feststellen, dass sie oftmals schon gar nicht mehr da sind. Diese vielen mikroskopisch kleinen Lebewesen, die sogar unter dem Mikroskop kaum zu erkennen sind und teilweise aussehen wie sich bewegende Staubpartikel, schwinden immer mehr. Sie sind noch nicht völlig verschwunden, aber sie werden allmählich weniger. Das hier sind Eicheln und das hier Zedernholzschnitzel. Ich meine, was zum Teufel? Das Ergebnis hier sollte ohnehin schon ziemlich sauer sein, aber ich kriege hier einen 10-mal höheren Wert als eigentlich erwartet. Es ist hier mächtig was faul. Sie sehen ja all diese Berichte, eine ganze Menge. Sie haben hier mindestens 20 Berichte. Genau genommen sind es etwa 30. Alle weisen gefährliche Aluminium- und Bariumwerte nach. Die wissenschaftlichen Beweise, dass etwas nicht stimmen kann, sind eindeutig. Doch deren Argument ist, na und? Ist neutral nicht gut? Natürlich ist neutral nicht gut. Wenn der Boden 5,6 haben sollte, dann sollte er auch 5,6 haben, wenn der Wald weiterhin gesund bleiben soll. Und wenn man einen gesunden Garten anlegen will, dann sollte der ideale pH-Wert zwischen 6,0 und 6,5 liegen. Ich finde, dass die Menschen endlich aufwachen und erkennen müssen, was vor sich geht. Denn wir können nicht ignorieren, dass es immer schlimmer wird. Wir können nicht so tun, als wäre nichts und weiterleben, als ob es keinen Morgen gäbe. Wir haben ganz neue und sterile Glasbehälter verwendet, um den Regen aufzufangen. Und haben zudem auch die Luft mit einem HEPA-Filter getestet. Okay, ihr habt Regen gesammelt und Luft gefiltert. Und was habt ihr herausgefunden? Aluminium und Barium. Hier ist ein weiterer Test mit 375.000 Teilchen pro Nanometer Aluminium, Barium mit 3090 und Strontium mit 345 Teilchen. Ja, diese Werte stammen aus einem Teich, der mit chemikalienfreier und für Fische vollkommen ungefährlicher EPDM-Teichfolie abgedichtet ist. Absolut schadstofffreies Material. Und dieser Teich, besser gesagt dieses Biotop, ist für die hiesige Wasserfauna gedacht und eigens dafür angelegt worden. Die Quelle, die diesen Teich speist, wurde immer wieder untersucht und es wurden keinerlei messbare Mengen an Aluminium gefunden. Eine andere Wasserspeisung ist der Niederschlag. Wir liegen hier am Fuße eines Berges, der das Regenwasser filtriert, weit ab von Highways und Industrie. Nach mehreren Tagen der Sprühaktivitäten lag auf der Wasseroberfläche ein schleimiger Film. Diese Kruste wurde daraufhin untersucht und es waren wieder Aluminium und Barium. Nach 1,5 Jahren der steten Ablagerung betrug der Aluminiumwert schließlich
täglich 375.000 Teilchen. Das ist hochgradig giftig. Wir können eindeutig sagen, dass unsere Beobachtungen am Himmel mit den Dingen übereinstimmen, die in zahlreichen Patenten festgehalten sind. Und genauso verhält es sich mit den Metallen und anderen Stoffen, die wir am Boden vorfinden. Vor 5 Jahren war das alles noch nicht da. Es ist ein sehr junges Phänomen, gemessen an den Werten. Und beispielsweise im Falle von Aluminium hat es in 5 Jahren um 50.000% zugenommen. Ich habe mich mit Dr. Lenny Time, Doktor der Chemie, ausgetauscht und er sagt, die Aluminium-, Strontium- und Bariumoxide werden die pH-Werte noch weiter hochtreiben, sodass ursprünglich saure Böden wie dieser hier sich früher oder später neutralisieren werden, ohne jede Frage. Und das ist genau das? Das ist ganz genau das, was wir gerade beobachten. Mir wurde die Doktorwürde in anorganischer Chemie von der Oregon State University verliehen, wo ich zuerst mit verschiedenen Metallen in verschiedenen Oxidationsstufen gearbeitet habe. Im Anschluss habe ich im Postdoktorandum eine wissenschaftliche Arbeit über die Stabilisierung von Oxidationsstufen verschiedener Metalle verfasst. Das Ziel ist, quasi herauszufinden, wie sich alles ins dynamische Gleichgewicht des Lebens einfügen lässt. Ich habe mit Francis oben am Mount Shasta gearbeitet und er zeigte mir einige Regenwasseranalysen, die mit Aluminium, Barium und Strontium-Vorkommen in der Atmosphäre zu tun hatten. Ich würde sagen, dass Aluminium die toxische Hauptsubstanz in diesen Chemtrails ist. Wenn man sich die Werte des Mount Shasta anschaut, ist das absolut inakzeptabel. Wenn man von Metallen in biologischen Systemen spricht, dann sind damit sicher nicht die Mengen von Aluminium, wie zum Beispiel bei einer handelsüblichen Cola-Dose gemeint. Kommt Aluminium in die Oxidierungsphase, dann bildet sich eine dünne Schicht in den Arterien, blockiert damit lebenswichtige Prozesse und führt unweigerlich zum Tode. Normalerweise lässt es sofort sämtliche Alarmglocken läuten, wenn Elemente in die Umwelt gegeben werden, die da überhaupt nicht hingehören. Aluminium ist da ganz besonders unangenehm und nachhaltig in biologischen Systemen. Wenn es sich eines Teiles bemächtigt hat, dann ist es im Grunde aussichtslos und dieser Teil wird früher oder später eingehen. Wenn sich Aluminium über eine längere Zeit ansammelt, verursacht es schwere neurologische Schäden dadurch, dass es sich irgendwann zu Aluminiumoxid verwandelt, im Körper fest ablagert und nicht mehr durch natürliche Prozesse ausgeschieden werden kann. Im Prinzip liegt in fast jedem Befund immer eine Vergiftung zugrunde. Und Aluminium ist bekannt für seine hochgradig krebserregende Wirkung. Die Halbwertszeit beträgt Jahrhunderte. Wir sollten uns doch eigentlich viel mehr darum bemühen, diese toxischen Substanzen aus unserer Umwelt zu entfernen, anstatt mehr davon einzubringen. Es ist sehr besorgniserregend, dass wir immer mehr Gifte verbreiten und infolgedessen können die Risiken und die Krebsraten nur steigen. Und wenn es nur einem Menschen Krebs verursacht, ist es das nicht wert. Es ist sehr traurig, dass die es in Kauf nehmen, so viel Aluminium in die Umwelt zu befördern, um irgendetwas zu bewirken, während sie genau wissen, dass so unglaublich viel mehr Schaden angerichtet wird. Wo auch immer das Zeug herkommt, es ist da. Die Mengen von Metallen, die auf uns herabfallen, sind nicht von der Hand zu weisen. Und das ist überhaupt keine wilde Spekulation oder Theorie. Die gemessenen Metallwerte haben sich in den letzten Jahren vertausendfacht und das kalifornische Luftqualitäts- und Ressourcenkomitee hat die Aerosole aus China examiniert und herausgefunden, dass diese Metalle nicht darunter waren. Mike, der Grund, wieso ich mich dazu entschlossen habe, mich auf dieses Thema zu fokussieren, ist, dass alle anderen Themen für mich dagegen plötzlich so unbedeutend und zweitrangig erschienen. Was kann eine höhere Priorität haben, als die Unfähigkeit, rausgehen zu können und gesunde und saubere Luft zu atmen? Wenn unser Land, das Wasser und die Luft vergiftet sind, was bleibt dann noch übrig? Wofür auch immer wir unsere Zeit und Energie aufwenden, welche politische Meinung wir auch vertreten, dies ist etwas, das ausnahmslos alle betrifft. Wir alle brauchen saubere Luft. Luft ohne giftige Schwermetalle. Wasser, das nicht vollständig von dem durchsetzt ist, was diese Flugzeuge abwerfen. Die Menschen müssen begreifen, dass die Atmosphäre so dünn ist wie die Farbschicht eines Basketballs und dass nur diese eine dünne Schicht überhaupt Leben auf unserem Planeten ermöglicht. Wir dürfen damit nicht willkürlich umgehen wie mit einem Labor und leichtsinnig damit herumexperimentieren, bis es kaputt geht. Das ist wirklich unglaublich, unglaublich dumm.
Die Menschen müssen erfahren, dass diese Experimente nicht nur seit kurzem laufen, sondern schon sehr lange gehen. Schon vor 50 Jahren gab es unzählige Wettermanipulationsprojekte, von denen der Großteil der Bevölkerung bis heute nicht den leisesten Schimmer hat. Und wenn jemand denkt, dass das nicht wahr ist, weil er ja sonst irgendwie davon erfahren hätte, dann bitte ich denjenigen zum Beispiel in Wikipedia Agent Orange nachzuschlagen und zu recherchieren, dass Regierungen tatsächlich Dinge tun, einfach nur weil sie es können und weil es niemanden gibt, der sie davon abhalten kann. Weil es diese immer gewaltigeren Militärmaschinerien gibt, wollen sie immerzu alles kontrollieren. Und es gibt tatsächlich ein öffentlich einsehbares Regierungsdokument, vielleicht kennen Sie es ja bereits mit der Überschrift, das Wetter beherrschen bis 2025, das genau dieses Ziel schriftlich festhält. Nebenbei bemerkt, verfolgt das nicht nur unsere Regierung. Es wurde der Nachrichtenagentur AP berichtet, dass die amerikanische Regierung wetterverändernde Technologien entwickelt hat, sodass die neue Weltordnung in der Lage sein wird, Millionen von Amerikanern auszuhungern und die restliche Menschheit zu kontrollieren. Die Techniken zur Wetterkontrolle beruhen in erster Linie auf die Patente für das entsprechende Equipment. Die komplette Stellungnahme des Senators gesteht nicht nur zu, dass das alles existiert, sondern auch, dass es bis auf den Vietnamkrieg zurückgeht. Wir werden sehen, was wir ausrichten können. Sie haben jedenfalls die Wissenschaftler schon mal auf Ihre Seite gezogen. Zumindest diesen hier. Ich meine, ich besitze zwar kein Millionenbudget, doch immerhin genug, um aufzeigen zu können, dass hier gewaltig was schiefläuft. Ja, vielen Dank. Arizona wäre dann am kommenden Montag, den 21. mit Senator Johnson oben in Show Low. Das wird eine ziemlich lange Fahrt werden. Es ist mir eine große Freude, Sie zu sehen. Ach, Michael, schön, dass Sie gut angekommen sind. Was für ein wunderbarer Ort. Wir lieben es hier draußen. Es ist so schön ruhig und friedlich. Kommen Sie doch rein. Mein Name ist Karen Johnson und ich habe 12 Jahre in der Staatslegislatur von Arizona gedient. Davon 8 Jahre im Weißen Haus und 4 Jahre im Senat. Wenn Sie Flugzeuge über sich hinwegfliegen sehen und sie Streifen hinter sich herziehen, die von einem Horizont zum anderen reichen, dann sind das eindeutig chemische Streifen, beziehungsweise Chemtrails. Oft sieht man sie in Schachbrettmustern. Sie dehnen sich langsam immer weiter aus und fangen dann an, den Himmel immer mehr einzunebeln. Wie kann jemand sowas allen Ernstes zulassen und in vollem Bewusstsein akzeptieren, dass dieses ganze giftige Zeug früher oder später auf uns, die Tiere und die Umwelt herunterfallen wird? Ich finde das absolut erschreckend. Wenn die Menschen nicht bald ernsthaft aufwachen und den unbequemen Tatsachen ins Auge sehen, dass es Leute gibt, die uns grauenvolle Dinge antun, dann wird es schon sehr bald zu spät sein. Wir müssen aufwachen und uns dagegen wehren, und zwar jetzt. Ich bin Mutter von 11 Kindern und Großmutter von 35 Enkeln. Ich habe wirklich viel zu verlieren und ich mache mir Gedanken um die Nachwelt. Was für meine Enkel übrig bleiben wird, beunruhigt mich aufs Äußerste. Aluminium ist hochgiftig und es lagert sich ab. Wir wissen, dass wir immer mehr davon abbekommen. Wir nehmen es über die Luft auf, über das Trinkwasser und immer mehr auch über die Nahrung. Der Gedanke, dass Aluminium in unserer Umwelt auf die Weise verteilt wird, wie Sie es schildern, ist absolut beängstigend und besorgt auch uns Zahnärzte. Kollegen, die darüber Forschungen angestellt haben, sind einerseits darüber besorgt, wie desinformiert wir zu diesem Thema werden, und andererseits natürlich, dass das alles tatsächlich real ist. Aluminium ist giftig, das brauchen wir nicht zu diskutieren. Man kann sich vielleicht über die Menge streiten, die für den menschlichen Körper schädlich ist. Aber ausgehend von der Tatsache, dass es sich ablagert und synergistisch wirkt, müssen wir daraus schließen, dass es keine gute Idee ist, es in die Atmosphäre zu sprühen. Insbesondere, weil wir die Fakten genau kennen und sich immer mehr ansammelt, sind immer mehr Wissenschaftler auf der ganzen Welt über die zunehmende Vergiftung unserer Luft und unserer Nahrungsmittel durch Schwermetalle so alarmiert. Die Besorgnis darüber, wieso das alles überhaupt geschieht, ist jenseits von Gut und Böse. Warum wird das überhaupt zugelassen, dass wir in den USA und auf der ganzen Welt unablässig besprüht werden? Wer finanziert das alles?
Die Alzheimer-Erkrankungen haben astronomisch zugenommen, was nachweislich mit einer Akkumulierung von Aluminium im Gehirn zusammenhängt. Ich glaube, dass mittlerweile jede Familie, in deren Haushalt noch Senioren leben, von einem Alzheimer-Fall betroffen ist. Es ist eine wirklich schreckliche Krankheit. Es wird dann meistens so argumentiert, dass die Ursache davon zu viel Soda aus Aludosen sei. Mein Vater ist an Alzheimer gestorben. Und er hat nicht einmal Soda getrunken, geschweige denn irgendwas aus Dosen. Diese Erklärung ist überhaupt nicht plausibel für mich. Daher stellt sich mir die Frage, wie sehr sich diese Chemtrail-Sprühereien in Illinois auf seine Krankheit ausgewirkt haben könnten. Aluminium-Feinmetall ist ein Brandbeschleuniger. Ein Freund von mir ist seit über 20 Jahren bei der Feuerwehr in Arizona und er erzählte mir, dass die Waldbrände, die sie derzeit bekämpfen, alles übertreffen, was er bis jetzt erlebt hat. Wenn man sich einmal Luftproben anschaut, entdeckt man immer mehr leicht entzündbares Aluminium und Magnesium, das sich an Bäumen anheftet. Und das verursacht Waldbrände in noch nie dagewesenen Ausmaßen. Sehen Sie sich das hier mal an. Dies sind Werte in der Einheit Teilchen pro Million. Das wurde mir zugeschickt und ich finde es sehr interessant. Denn eigentlich sollten wir nur 2 Teilchen pro Million Aluminium in unserer Luft haben und nicht, wie in diesem Chart dargestellt, 39.000. Das ist astronomisch. Auch Barium ist sehr hoch. Diese Werte sprengen alles, was die Menschen einatmen oder was auf sie niederfallen sollte. Die Menschen fragen sich natürlich zu Recht, wieso sich ihre gesundheitliche Verfassung immer mehr verschlechtert und sie immer öfter in die Notaufnahme müssen, warum sie nicht richtig atmen können und warum sie Alzheimer bekommen. Das ist alles von sehr langer Hand gestrickt. Wir haben de facto Eliten, eine Weltregierung oder von mir aus auch die Illuminati, wie auch immer sie sie nennen wollen. Jedenfalls Leute, die sich nicht um die normalen Bürger kümmern, sondern nur um sich selbst, ihre Gier und um den Fortbestand ihrer Macht. Tja, und wenn die 2/3 oder 3/4 der Menschheit beseitigen, umso besser für sie. Denn dann haben sie nicht mehr so viele Menschen, die ihnen Sorgen bereiten könnten. Darum dreht sich eigentlich alles. Und es ist ausgesprochen alarmierend und beängstigend. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Und weshalb? Warum wird das alles da oben verteilt? Wissen Sie, ich habe schon viele Erklärungen gehört, um die Erde zu kühlen und all das. Aber wenn die Leute da oben die Erde kühlen wollen, wieso denn dann mit hochgiftigen Substanzen? Es gab noch nie auch nur eine Erklärung, die plausibel geklungen hat. Während ich mich vorbereitete, sagte sie, all diese Bäume hier sind im Begriff zu sterben. Ich fragte, was? Und sie wiederholte, all diese Bäume werden sterben. Darum veranlasste ich unter anderem einige Tests auf Aluminium und Titanium. Ich entnahm eine Rindenprobe, die dann positiv auf beide Substanzen getestet wurde. Anschließend begann ich in Kalifornien herumzureisen und entdeckte vielerorts dasselbe. Am Lake Tahoe hat es oft sehr ähnliche Rinden, genauso in den Gegenden um Sacramento und Davis. Eigentlich so ziemlich überall, wo ich war, fiel mir die silbrig-weiße Rinde auf. Ich glaube, dass hier Folgendes passiert. Die Chemikalien gelangen in die Pflanzen, zerstören die Wurzeln und steigen dann in die Rinde auf. Die 2 dort sind vor allem betroffen. Das ist sehr schmerzlich anzusehen. Schauen Sie, wie hoch und wie alt die sind. Wir haben auf unserem 8 Hektar großen Grundstück um die 40 Bäume verloren. Alle paar Wochen entdecken wir wieder einen, der langsam zu sterben beginnt. Es ist schlichtweg traurig. Es treibt uns die Tränen in die Augen. Wenn ich nur daran denke, dass das alles damit zusammenhängt, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Jedes einzelne Mal, wenn wir einen Baum verlieren, bin ich sehr, sehr traurig. Hier ist ein weiterer in dieser Baumgruppe da. Fühlt man sich denn nicht besser, wenn man sich aufstellt und dagegen wehrt, anstatt sich tatenlos zurückzuziehen und seine Augen zu verschließen? Mein Gott, Leute, eure Familien befinden sich da draußen. Unsere Kinder, unsere Enkel. Wir müssen doch etwas dagegen unternehmen, um zu helfen.
Meine größte Hoffnung ist es, dass wir Leute anregen können, Fragen zu stellen. Und wenn sie das nicht erkennen wollen während unserer Anwesenheit, dann haben wir immerhin ein paar Samen ausgestreut. Wir fliegen nun zum schönsten Flecken auf dem Planeten, nämlich nach Hawaii, um neues Datenmaterial zu sammeln und herauszufinden, was dort los ist. Paul und ich waren auf dem Weg zu unserer nächsten Station, ins Paradies, nach Maui, Hawaii. Wir wurden von den Bewohnern gebeten, dort zu recherchieren und die Ergebnisse öffentlich vorzutragen, denn sie wurden immer besorgter darüber, von diesen Programmen auch betroffen sein zu können. Nach einer kurzen Erfrischung im Pazifik führten Michael und ich unseren Trip fort zu einer entlegenen Biofarm, wo es weder Läden gibt noch sonst irgendwelche kommerziellen Einflüsse. Mike war sehr aufgeregt, denn es war das erste Mal für ihn, in so unberührter Natur zu sein. Das ganze Tal versorgt sich selbst mit Strom, mit Hilfe von Solar- und Windgeneratoren. Seht euch das an. So etwas Wundervolles kann man sich nicht einmal im Traum vorstellen. Sogar wenn man hierher kommt, nicht. Unfassbar, wenn man sich vorstellt, dass dieses Paradies zerstört wird. Sie tun es weit entfernt von den Küsten, sodass man die Chemtrail-Flieger nicht sehen kann. Die Theorie ist, dass sie es über dem offenen Meer versprühen und es dann reingeweht wird. Diese Schwaden hier kommen von Westen. Heute sprühen sie auf beiden Seiten. Vieles von dem da oben sind giftige Chemtrails, die aus dieser Richtung kommen. Es gibt irgendein Material, das uns die Sicht trübt. Eigentlich sind wir hier ja hoch genug, um den Horizont mit der entsprechenden Erdkrümmung sehen zu können. Und wir sollten über dem Ozean die große Insel sehen können, die nur 30 Meilen von hier entfernt ist. Man erkennt, dass es hinter den Wolken keinen richtigen blauen Himmel gibt. Das ist der Knackpunkt. Dieses Blau ist ziemlich seltsam. Ich nenne es Silberblau. Und das hier ist ein vergleichsweise schöner Tag. Wenn man nachts in den Himmel guckt, dann sieht man kaum noch Sterne. Man kann sie an einer Hand abzählen, wirklich. Eigentlich sollten es unzählige sein und nicht nur mal einer hier und einer dort. Mal 100, dann mal wieder nur 10. Das hier ist auch eine Sache, die mich sehr beunruhigt. Sehen Sie sich den Baum hier an. Die Rinde ist ganz weich und geht einfach ab. Das kann doch nicht normal sein. Ich habe schon unzählige Kokospalmen in meinem Leben gesehen, aber noch nie welche, die einfach so auseinanderfallen wie diese. Schauen Sie hier, ich habe so etwas noch nie gesehen. Früher habe ich auf der Hauptinsel Bäume beschnitten, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Das macht mir echt Sorgen. Keine leichte Aufgabe, die ihr hier auf der Insel habt. Ich kann die Skepsis der Leute förmlich schon sehen, weil sich diese Inseln jenseits ihrer Realität befinden. Es ist schon merkwürdig, wenn man versucht, es aus der Perspektive von anderen zu sehen. Für mich ist es eine so deutliche und präsente Realität. Ich meine, es ist eine so tiefgreifende und weitreichende Illusion. Was denken Sie, würde passieren, wenn allen Menschen mit einem Schlag bewusst werden würde, was hier wirklich vor sich geht? Die Pläne der Geoengineers. Ich glaube, es würde eine Revolution vom Zaun brechen, zumindest hier auf Hawaii, wenn die Menschen wirklich begreifen würden, was gerade geschieht. Was macht Ihnen Sorgen? Ich weiß, dass Sie dieses Land hier sehr lieben. Was besorgt Sie besonders beim Thema Chemtrails? Naja, dass wir hier nicht mehr leben werden und unser eigenes Essen anbauen können und dass unsere Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird. Wird es das nicht schon bereits? Doch, ja. Die Sache ist, dass sie das wirklich jeden Tag tun bei uns hier. Und wir kriegen jeden Tag Mikrodosen von diesem Zeugs ab. Natürlich kommt es auch in die Umwelt und schwächt die Pflanzen und Tiere. Aber es braucht ein paar Jahre, bis wir die Auswirkungen wirklich auch sehen. Klar verwenden wir auch genetisches Saatgut. Wir kaufen zum Beispiel Gen-Papaya-Saat. Aber das müssen wir auch, weil natürliche Samen hier nicht mehr wachsen und wir uns nicht mehr eigenständig versorgen können. Wir können nicht mehr so sein, wie Gott uns geschaffen hat. Eine Freundin von mir überredete mich, eine Haaranalyse von meiner Tochter machen zu lassen. Also schnitt ich ihr eine kleine Strähne sehr nah an der Wurzel ab und schickte sie ein. Ich war mir sicher, dass nach unserem Lebenswandel hier ihr Haar eine sehr hohe Reinheit besitzen würde. Doch die Ergebnisse wiesen einen hohen Aluminiumgehalt auf. Schauen Sie, das ist die Tabelle.
Ganz rechts steht der Normwert und links davon der Wert von meiner Tochter. Aluminium, 23,1 Mikrogramm pro Gramm. Der Himmel ist mit weißem Dunst bedeckt. Nachts sehe ich die Sterne nicht mehr leuchten. Und ich kann mir nicht helfen, aber die Gesundheit meiner Tochter hat offensichtlich damit zu tun. Ich wüsste wirklich nicht, woher sonst diese Metalle kommen sollen. Ich meine, man braucht doch nur mal das Alter der Kleinen anzugucken. Sie hat noch nie woanders gelebt als hier. Jeder würde doch auf Anhieb sagen, dass das hier das Paradies ist. Überall alles biologisch angebaut. Dieses Kind sollte kerngesund sein. Und doch werden bei ihr Schwermetalle nachgewiesen. Sie hat sogar die höchsten Aluminiumwerte auf der Tabelle. Sie hatte auch noch nie eine Impfung. Leute, diese Kerle spielen Gott und manipulieren das Wetter, indem sie dieses Zeug in den Himmel sprühen. Sie versuchen Geoengineering an wirklich allem zu betreiben. Selbst an euren Pflanzen, Bäumen und am Meer. Heute Abend werdet ihr hoffentlich anfangen, das alles eingehender und ernster zu betrachten, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass wir uns in einer ganz tiefen Krise befinden. Sie schlagen vor, 10 bis 20 Millionen Tonnen Aluminium in die obere Atmosphäre zu bringen. Was tut Aluminium überhaupt? Es verändert den pH-Wert des Bodens, was die Vegetation vergiftet. Außerdem ist es äußerst giftig für den menschlichen Körper. Tun die dies alles wirklich? Wir haben viele Hinweise, die nicht nur darauf hindeuten, sondern, wie ich denke, eindeutig beweisen, dass dies tatsächlich geschieht. Wie bereits angekündigt, darf ich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Michael J. Murphy, der sich derzeit in New York befindet und an einer Doku über das Versprühen von Partikeln in der Atmosphäre arbeitet. Michael, herzlich willkommen in unserer Sendung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Michael, willkommen zum Programm. Great to speak with you today. Ich habe einen Freund, der die Dinge immer aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Man könnte sagen, dass er sowas wie ein Verschwörungstheoretiker ist. Und er behauptet, immer dann, wenn der Präsident nach L.A. kommt, wird die ganze Woche nicht gesprüht. Könnte es einen schöneren Ort für ein Interview geben? Ich meine, schauen Sie sich um. Das wird wirklich gemacht über unserem Ackerland. Im Grunde wollen die uns die Möglichkeit verweigern, gesunde, biologisch angebaute Nahrung essen zu können und sauberes Wasser zu trinken. Vielleicht bilde ich es mir ja nur ein, aber dies scheint mir eine Art Kontrolle zu sein. Wie kontrollieren wir die Massen? Wie kann Aluminium auf diese Weise irgendwie gut sein? Wie hieß nochmal das zweite Element, das Sie genannt haben? Barium. Barium, genau. Und Aluminium. Beide sind offensichtlich und in jeder Hinsicht giftig. Für die menschliche Gesundheit, für Ackerböden, für Tiere, für alles. 61.000 Teile pro Milliarde. Und sollte eine behördliche Warnung nicht schon bei 1.000 rausgegeben werden? Ja, richtig, bei 1.000. Die Menschen trinken Schneewasser beim Wandern und Bergsteigen und nehmen es auf diese Weise auf. Mein Gott, das ist wirklich erschreckend. Das heißt also, es liegt das 60.000-fache über dem Grenzwert. Ganz genau. Das 60.000-fache. Und ich sag zu Freunden in L.A. noch, Leute, das ist doch nur Eis, das kondensiert. Erzählt mir doch nichts vom Pferd. Tja, aber Eis verbleibt nicht so lange am Himmel und breitet sich dann auch noch so aus. Sie sind zwar kein Experte, aber Sie sind ein besorgter Bürger, der nachhakt und die Menschen in seinem Umfeld zum kritischen Hinterfragen anregt. Und das ist es, was wir alle als gute Bürger tun müssen. Wir müssen endlich einfordern, genauestens darüber aufgeklärt zu werden, was eigentlich abläuft. Ich will wissen, was die Regierung mit unserer Luft, dem Wasser und dem Boden anstellt. Es ist wirklich lobenswert, was sie tun, und sie haben meinen vollsten Respekt dafür. Allein schon das, was Geoengineers vorhaben, in Kombination mit dem, was überall gefunden wird, ist beängstigend genug. Darum sollten wir uns auch erstmal nur auf das beschränken und das ansprechen. Ich ermutige alle, aufzustehen, Fragen zu stellen und das zu tun, was dieser Mann hier tut. Einen aufrichtigen Dank, Michael. Aerosolsprühen bzw. Aluminium beeinträchtigt alles und überall. Wir haben hier ein wundervolles tropisches Klima, das meiner Ansicht nach auf dem Spiel steht. Wir wollen nicht einfach nur kommentieren, was andere Menschen auf der ganzen Welt finden, sondern vielmehr dazu auffordern und motivieren, Untersuchungen auf Aluminium, Strontium und Barium zu machen. Ich habe viele Menschen hier auf Hawaii und auch auf Maui kennengelernt, die die Ernsthaftigkeit der Lage ebenfalls erkannt haben und nicht nur neugierig wurden, sondern sich entschlossen haben, selbst diesem Thema weiter nachzugehen. Dies ist eine der bislang kühnsten Aktionen von Ed Griffin.
Dies ist das Tabuthema, über das niemand reden sollte, nämlich das Versprühen von Aerosolen. Wir haben Tonnen von dokumentierten Beweisen für diese Sprühereien. Ich selbst kann es nicht fassen. Etwas, was schon immer ein Teil der menschlichen Existenz war, ist, in den Himmel zu blicken und sich die Frage nach dem Warum zu stellen. Nein, es gibt keine Grenzen, nur endlosen Raum, ein unendliches Universum. Doch heute im 21. Jahrhundert dürfen wir das nicht mehr tun. Jeder, der hochschaut und diese gigantischen X- und Rautenmuster am Himmel sieht, die bis vor ein bis zwei Dekaden noch nie Teil unserer Existenz waren, wird als Spinner verschrien. Und die größten Gegner der Revolution und der Freiheit wollen natürlich nicht, dass man darüber spricht, weil sie diskreditiert werden könnten. Es sieht so aus, als werde regelrecht ein ganzer Industriezweig hochgezogen. Ein gigantisches globales Sprühprogramm auf Kosten der Steuerzahler, bei dem es ausschließlich nur ums Geldmachen geht. Sie kümmern sich nicht um mögliche Konsequenzen für die Menschen. Sie stellen nicht einmal einfachste Experimente an, um zu prüfen, ob wir das überhaupt überleben oder nicht. Sie tun's einfach. Und dann bemerken wir allmählich, dass es Unternehmen gibt, die entsprechend genetisch verändertes Saatgut auf den Markt bringen, das, welch Wunder, gegen das Aluminium im Boden resistent ist. Denn ein erheblicher Teil des natürlichen Getreides wird kaum noch gedeihen können. Nachdem der Boden erstmal ruiniert ist, müssen die Bauern auf genetisch verändertes Saatgut ausweichen, das gegen das Aluminium resistent ist, welches zuvor in den Boden gegeben worden ist. Und mit einem Schlag ist die gesamte Menschheit vollkommen abhängig von Firmen wie Monsanto und anderen Agrargiganten. Immer weniger natürliche Pflanzen gedeihen wie eh und je. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Ich hoffe immer noch, dass das alles nicht wahr ist, aber leider deutet alles darauf hin. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist schon so recht eindeutig. Es können aber auch noch andere Faktoren in der Sache involviert sein, wie zum Beispiel HARP. Das Geoengineering, das vorhin angesprochen wurde, könnte auch mitmischen, wie es in Senator Kucinichs Luftraumschutzverordnung dokumentiert ist, die, soweit ich weiß, seinerzeit nicht durch den Kongress kam. Doch dann hat Kay Bailey Hutchinson, die hierzulande auch der Rettungsschirm genannt wird, eine Rechtsgrundlage für Geoengineering geschaffen, welches uns alle vor der globalen Erwärmung retten soll. Aber es bleibt eine Kosten-Nutzen-Rechnung, bei der die da oben auf so vielen Ebenen profitieren, Ed. So haben die das schon immer gemacht. Ja, richtig. Es gibt eine alte Weisheit, die besagt, folge dem Geld und in den meisten Fällen bringt es dich zur Ursache des Übels. Für mich sieht es so aus, als würde gerade eine enorm rentable Industrie aufgebaut werden, unter verschiedenen Vorwänden. Gegen die globale Erwärmung, für Forschungszwecke des Geoengineering oder zur Wetteroptimierung. Jeder einzelne Vorwand kann auf sehr einfache Weise einer arglosen Bevölkerung als etwas Gutes verkauft werden. Deshalb wird es von den Menschen weder hinterfragt noch kritisiert. Es wird einfach hingenommen. Doch hinter den Kulissen wird eine ganze Industrie aufgezogen, die schwindelerregende Gewinne erzeugt. Aber woher kommt das ganze Geld dafür? Vom Steuerzahler. Es ist schlichtweg Betrug. Im Grunde ist es nichts anderes als ein riesengroßer Schwindel. Wir konzentrieren uns auf den einen Bereich, der ganz einfach zu beweisen ist. Da gibt es keine Räume für Spekulationen in diesem Bereich. Sie sind definitiv bereits dabei, dieses Geoengineering umzusetzen und anzuwenden. Sie sprechen sogar schon offiziell davon, arbeiten an verbesserten Formeln und erstellen Strategien und Finanzpläne dafür. Es ist alles vorhanden. Wir müssen nicht mal auf die anderen Aspekte eingehen, um unsere Position zu untermauern. Auch wenn Sie das nicht glauben wollen, so müssen Sie zumindest verstehen, dass bereits dafür gesprochen und konkret geplant wird. Sollten Sie nicht gleichsam alarmiert darüber sein, was die vorhaben, sobald es erwiesen ist? Und dass Aluminium und Barium plus einige andere versprühte Metalle extrem giftig für die Gesundheit von Mensch und Planet sind? Ist das noch nicht genug? Wie viele Aspekte werden denn noch notwendig sein, ehe das endlich angegangen wird? Ich meine, brauchen wir denn noch einen weiteren Grund, alarmiert zu sein, als dass jemand die Bevölkerung und den Planeten auslöscht? Was in aller Welt versprühen die da? Gott sei Dank, dass die Menschen anfangen, diese Frage zu stellen. Und mehr wollen wir doch gar nicht. Wir wollen einfach nur diese Frage stellen können. Unser langjähriger Freund G. Edward Griffin, Mike Murphy und Paul Wittenberg haben sich dieser Aufgabe angenommen und sie können helfen. Es ist ein gemeinnütziges Projekt, um den Bürgern die wahren Informationen darüber zu verschaffen. Ein letzter Kommentar dazu? Mein abschließender Gedanke ist, dass wir genau diese Frage gestellt haben und nun wissen, was in aller Welt die da versprühen. Und Leute, ihr werdet es nicht mögen. Peter?
Hi, ich heiße Peter Faken und ich stamme aus Belgien. Ich bin 54 Jahre alt und kann es selber nicht glauben. Ich bin ein sehr glücklicher und dankbarer Mensch. Wir erledigen die Arbeit, die eigentlich die Polizei, die Justizbehörde und die Umweltschutzbehörde tun müssten. Es ist absolut entscheidend, dass dies eine Revolution von der Basis her sein wird, denn wir kämpfen nicht gegen, sondern für etwas. Exakt, wir kämpfen für. Ich war über 25 Jahre im Stadtrat, einige Zeit davon als Bürgermeister. Doch vor etwa 10 Jahren begann sich alles zu verändern. Ich fing an zu begreifen, was wirklich vor sich ging, und mir wurde klarer als jemals zuvor, dass wir als Menschheit über Jahrtausende manipuliert, dominiert und ausgebeutet wurden. Und dieses Chemtrail-Phänomen war der eigentliche Auslöser für meine Wut, weil ich bitter feststellen musste, wie hilflos ich, wir alle, eigentlich dagegen sind. Made me angry because I was so helpless. Man kann frei entscheiden, was man isst, ob man raucht oder nicht, welches Wasser man trinkt, was für ein Leben man führen will. Doch bei dieser Sache ist es ganz anders. Hier bist du ausgeliefert, ein hilfloses Opfer. Das ist alles nur ein Spiel, bei dem es die Guten und die Bösen geben muss. Und glücklicherweise sind wir in der Position, die guten Figuren spielen zu können, die eine reelle Chance haben, am Ende die Gewinner zu sein. Die 3 Tage, die wir da verbrachten, überwältigten mich. Es war eine so wundervolle und friedliche Art des Zusammenlebens bei denen. Ich denke oft daran, wie es hier mal in 10 Jahren sein wird. Wird auf diesem Anwesen vielleicht alles abgestorben sein? Und wenn ja, wie produzieren die Menschen ihre Nahrung? Müssen sie Kurse besuchen und ein Zertifikat der Firma XY erwerben? Und was wären überhaupt die Voraussetzungen dafür? Das wird dann das wahre Ende der Freiheit sein, und ich mache mir wirklich ernste Sorgen darüber. Ich habe gelernt zu sagen, alles ist so, wie es jetzt eben ist. Doch irgendwann wird alles gut werden. Ich hoffe, Sie werden recht haben. Ich besitze diese tiefe Überzeugung, dass wir am Ende siegreicher vorgehen werden, einfach weil das Recht auf unserer Seite ist. Das Universum arbeitet für uns. Und ich habe auch noch die starke Gewissheit, dass wir Kräfte und Mächte besitzen, die wir uns kaum vorstellen können. Entities and by forces we can't even imagine. But here for the first time we have this. Wir haben hier nun zum allerersten Mal den wissenschaftlichen Beweis dafür, dass wir besprüht werden. Es ist unfassbar und schwer vorzustellen, aber wir werden besprüht. Ich glaube, an diesem Punkt aufzuhören, wäre inakzeptabel für die. Denn sobald man einmal weiß, wie es funktioniert, und man das passende Werkzeug und die Gelegenheit dazu bekommt, wird die Frage nach den Chemtrails oder den persistenten Kondensstreifen oder wie auch immer man das nennen will, zu einem realistischen Szenario. Es muss öffentlich und im Kontext zum Geoengineering debattiert werden. Und es wird allerhöchste Zeit, es an die Öffentlichkeit zu bringen. So müsste der Himmel normalerweise aussehen, wie uns dieses sehr alte Gemälde zeigt. Aber wir haben das leider vergessen, fürchte ich. In den Jahren, in denen ich als Journalist in der medizinischen Forschung tätig war, hatte ich es mit vielen Dingen zu tun. Und mir sind immer wieder die gleichen 3 Problematiken begegnet. Nämlich, dass wir abgestumpft, krank und unfruchtbar gemacht werden. Bürger aus der ganzen Welt versammelten sich in Belgien zum ersten Mal zu einem internationalen Chemtrail-Symposium. Die Veranstaltung zog führende Experten, Politiker und Aktivisten an, die die Auswirkungen dieser Projekte auf Gesundheit, Umwelt sowie auf soziale Aspekte diskutierten. Heute wird es ausschließlich um Fakten, Tabellen, Zahlen, Muster und Lizenzen gehen. Alles, was uns der Wahrheit näher bringt. Wir haben keine andere Waffe gegen diesen riesengroßen Komplex, als die dunklen Machenschaften aufzudecken und ans Licht der Wahrheit zu bringen.
Wir müssen hoffen, dass durch unsere Anstrengungen immer mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir von unseren Vertretern und Führern betrogen werden. Darum werden wir heute als eine Familie unsere Kräfte mit denjenigen einen, die belegen, dass Chemtrails keine Verschwörungstheorien sind, sondern harte Verschwörungstatsachen. Im Namen der Technischen Universität Delft in den Niederlanden darf ich nun herzlich begrüßen Koen Vermeeren. Ich heiße Koen Vermeeren und bin Professor an der Universität Delft. Die meisten Menschen leben in einem zweidimensionalen Raum mit dem Kopf im Sand und schauen nicht hoch. Aber wenn doch, entdecken sie plötzlich mehr im Raum, was mich auch schon sehr besorgte. Ich konnte meinen Studenten keine Erklärung für diese Phänomene geben. Ich forschte dann selber nach und stellte fest, dass ich nach alledem trotzdem noch keine Erklärung hatte, weil dieses Phänomen nicht natürlichen Ursprungs ist. Die offiziellen Statements dazu, die uns gegeben werden, reichen mir nicht aus. Wenn man es einmal aus einer wissenschaftlichen Warte aus betrachtet, dann ist das Erste, was ein Forscher versucht, die Dinge zu erklären. Denn ich bin schlau und meine Studenten sind es noch nicht. Das heißt, ich muss ihnen Antworten geben können. Aber wenn Wissenschaftler befragt werden, können die meisten von ihnen nicht alle Fragen eingehend beantworten. Klimakontrolle wird bereits umgesetzt, hoch oben über unseren Köpfen, und ich will darüber Bescheid wissen. Ich muss als Lehrkörper meinen Studenten Antworten darauf geben können, denn sie haben wirklich gute Fragen, die ich ihnen gerne beantworten möchte. Dieser Umstand sollte möglichst schnell diskutiert werden. Meine Damen und Herren, nicht nur für dieses Auditorium, sondern für die ganze Welt spricht nun Michael Murphy. Vielen Dank. Es ist mir eine große Ehre, hier bei Ihnen in Belgien zu sein. Die Leute da oben an der Macht kontrollieren alles. Die Marktwirtschaft, uns Bürger und jetzt sogar noch das Wetter, was die zum Beispiel zu kriegerischen Zwecken einsetzen können. Doch eines können die nicht kontrollieren. Und das ist, was von Gott ursprünglich geschaffen worden ist. Natürliches Saatgut. Das nennt sich Hegelsche Dialektik und ist unterteilt in Problem, Reaktion und Lösung. Das Problem sind die erheblichen Mengen an Aluminium in der Umwelt, wodurch Pflanzen allmählich absterben. Die Lösung liefert Firma XY, die dann kommt und sagt, du kriegst keine Erträge von deinem Saatgut, weil nichts mehr gedeiht. Ich habe die passende Lösung für dich. Samen, die unter diesen Bedingungen wachsen. Nur dann musst du das Saatgut ausschließlich von mir kaufen. Wir sind besorgt darüber, dass vielleicht ein Teil der Absichten das systematische Vernichten von natürlichen Organismen ist, um sie durch Genmanipulierte aus dem Labor zu ersetzen. Beispielsweise mit aluminiumresistenten Gentech-Samen. Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass wir vor kurzem eine Woche auf Hawaii gedreht haben. Es war ein unglaublicher Trip. Eine große Sorge der Menschen dort ist, dass sie zunehmende Erweichungserscheinungen an Kokospalmenrinden feststellen. Doch eine noch größere Sorge ist, dass diese Projekte Teil einer größer angelegten Agenda sind, um alles natürlich Gewachsene zu vernichten, sodass genetisch modifizierte Nahrung uns als einzige Nahrungsquelle übrig bleibt. Ich hatte nicht mit so vielen unterschiedlichen Leuten gerechnet, die sich für diese Phänomene interessieren und sich ernsthafte Sorgen darüber machen. Ganz besonders gefiel mir die Rede dieses 17-jährigen jungen Mädchens heute, die sich mit einem beeindruckenden Nachdruck ans Publikum wandte. Ich heiße Sophia Xenidis und bin 17 Jahre alt. Es ist beängstigend zu wissen, dass die Luft, die wir atmen, überhaupt nicht so ist, wie sie sein sollte. Dass unser Essen und unser Trinkwasser Spuren von den Substanzen enthalten, die über uns allen versprüht werden, als wären wir Insekten. Die Gefühle, die das in mir auslöst, ist tiefe Wut und Zorn. Ich will nicht vergiftet werden und ich will kein Opfer von Krebs werden. Mich macht vor allem wütend, dass diese globale Vergiftung in einem so enormen Ausmaß ungehindert durchgeführt werden kann und nicht genug dafür getan wird, diese Verbrechen aufzuhalten. Fragen Sie sich einmal, werden wir besprüht? Wurden wir besprüht? Und ist es deren Absicht, uns immer weiter zu besprühen?
Was werden wir dagegen unternehmen können? Wie werden wir damit umgehen? Wie werden wir es aufhalten? Ich kenne die Antwort. Es gibt nur eine Person, die was dagegen tun kann. Und Sie wissen, wer das ist. Sie selbst. Sie sind die Menschen, auf die Sie gewartet haben. Wir sind hervorragende, wunderschöne und göttliche Wesen. Meine Damen und Herren, Schwestern und Brüder in diesem Hörsaal und auf der ganzen Welt, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute hier waren. Und nun genießen Sie bitte das abschließende musikalische Stück. Ich bin wirklich froh, dass ihr gutes Wetter erwischt habt. Stellt euch nur mal vor, ihr würdet das im Winter machen. Dann wärt ihr vielleicht in D.C. in starke Schneefälle geraten. Zum Glück sind wir das ja nicht. Ja, zum Glück nicht. Wissen Sie, es ist interessant, dass es allein in den USA etwa 32 Wettermodifikationsprogramme gibt. Somit bleibt die Theorie weiter bestehen, dass Geoengineering zu gewissen Teilen unmittelbare Wettermanipulation ist. Das ist ein sehr guter Aspekt, Mike. Geoengineering hängt in so vielen Punkten mit drin. Viele Menschen schreiben uns andauernd über den Bezug zur globalen Erderwärmung, über Verbindungen zur Wettermodifikation. Einige dieser Leute sehen auch eine Verbindung zur Morgellons-Krankheit. Andere wiederum denken, es sei eine Maßnahme, um die elektromagnetische Strahlung der HARP-Antennenanlagen in Alaska und Sibirien zu übertragen. Impulses from the HARP antenna system up in Alaska and Siberia. Das macht alles sehr verwirrend. Jeder Bereich ist es eigentlich wert, recherchiert zu werden. Aber wir haben nur sehr wenig Zeit, sodass ich es für das Klügste halte, uns nur auf das Versprühen von Aerosolen zu fokussieren, auf die toxischen Wirkungen dieser chemischen Partikel und auf die Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Was brauchen wir denn noch, um die Leute davon zu überzeugen, dass wir das so schnell wie möglich aufhalten müssen? Ja? Jeremy, wir haben eine Idee. Wir wissen ja, dass du dich im politischen System sehr gut auskennst. Wir haben jede Menge Daten auf unseren Reisen zusammengetragen und es wäre eine tolle Möglichkeit, den Film abzuschließen. Die Idee sieht folgendermaßen aus. Wir bringen dieses Thema direkt bis an die Volksvertreter, also zu einigen amtierenden Senatoren. Wir haben uns gefragt, ob du bei dieser Sache nicht dabei sein willst und uns dabei behilflich sein könntest, das auf die politisch korrekte Weise anzugehen. Ich halte das für eine sehr gute Idee und ich werde mal genauer nachhaken, um herauszufiltern, wen wir diesbezüglich ansprechen sollten und wen nicht. Wir müssen sie zumindest so weit bringen, dass sie am Ende unmöglich behaupten können, sie wüssten nicht, was läuft. Wir müssen ihnen jede Möglichkeit zur Dementierung nehmen, dass sie noch nie irgendwelche Daten gesehen hätten, die auf laufende Geoengineering- und Stratosphären-Aerosol-Programme hinweisen. Es könnte ziemlich interessant werden, die Leute in DC, also im District of Criminality, mit dieser Sache zu konfrontieren. Ja, ihr werdet auf viel Widerstand in Washington treffen, denn dort fließen ja die ganze Macht und das Geld zusammen. Es gibt dort bestimmte Personen, die nicht wollen, dass wir unseren Job hier machen. Aber ich bin sehr froh, dass ihr hingeht. Und den Rest sehen wir dann. Wir nahmen alle Daten mit nach Washington D.C. und legten unseren Volksvertretern den folgenden Brief vor. Gemäß Artikel 5 in der Bill of Rights der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika darf kein Entzug von Leben, Freiheit oder Eigentum ohne vorheriges ordentliches Gerichtsverfahren vollzogen werden. Doch das tägliche Sprühen über den gesamten Kontinent raubt jeden Bürger der Vereinigten Staaten das Recht auf Leben, Gesundheit, Freiheit und Integrität auf öffentlichem und privatem Grund ohne gültiges Rechteverfahren. Als Repräsentanten des amerikanischen Volkes bestehen wir darauf, dass sie alles in ihrer Macht stehende unternehmen, uns zu schützen und Geoengineering unverzüglich zu unterbinden. Es besteht keinerlei Rechtfertigung dafür, weder legal noch anderweitig, den Planeten und seine Bewohner zu vergiften. There exists no justification
legal or otherwise, to poison the planet and its inhabitants. Angenommen, Außerirdische landen bei uns. Sagen wir bei der UN-Zentrale hier um die Ecke. Naja, vielleicht wählen sie doch einen günstigeren Ort, aber nehmen wir einmal an, sie landen und geben ihnen eine Box, an der sich zwei Drehknöpfe befinden. Der eine Knopf ist der zur Kontrolle der globalen Temperatur und der andere Knopf für die Regelung des CO2-Ausstoßes. Sie werden sich sicher vorstellen können, dass wir sofort einen Krieg um diese Kiste anfangen würden. Wir würden keine gemeinsame Übereinkunft über die Einstellung der Knöpfe finden, weil es keine globale Aufsichtsbehörde gibt. Jeder würde die Knöpfe anders und auf seine Weise einstellen wollen. Solar Engineering ist wie Chemotherapie. Niemand will es. Aber wir alle wollen die Möglichkeit, Chemo anwenden und ihre Risiken zu verstehen im Falle einer Krebsdiagnose. Wie lange bleibt es da oben? Die Lebensdauer beträgt mehrere Jahre. Und dann kommt es als Niederschlag runter? Ja, das ist korrekt. Und es hat keine giftigen Nebenwirkungen? Das, worüber wir immer im Ungewissen sind, ist das Unbekannte. Wenn man sich Versicherungen anschaut, dann stellt es eindeutig kein Problem dar, was uns mehrere Studien zeigen. Aber natürlich gibt es hier Bedenken, dass bei so wenigen Untersuchungen das Unbekannte plötzlich aus dem Nichts auftauchen und zuschlagen kann. Mein Name ist Mike Murphy. Ich bin Filmemacher aus Los Angeles. Wir arbeiten gerade an einem Thema, das Geoengineering genannt wird. Senatorin, ich habe einige Fragen zum Thema Geoengineering. Ich fürchte, ich weiß leider nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe mich gefragt, ob Sie die Vorschläge der Geoengineers, zwischen 10 und 20 Millionen Tonnen Aluminium in die Atmosphäre zu sprühen, für gut heißen. Ich sollte vorher schriftlich informiert werden, bevor wir sowas debattieren. Selbstverständlich, aber sind Sie mit der Sache vertraut? Nicht vollständig, nein. Überhaupt nicht? Okay, wir haben hier einen Brief von Ihrem Wahlkreis. Die Bevölkerung ist sehr beunruhigt. Was soll das alles? Wir drehen einen Dokumentarfilm. Haben Sie überhaupt eine Erlaubnis, hier zu sein? Ja, wir sind auch durch die Sicherheitskontrollen durchgegangen. Schalten Sie das bitte ab. Bitte, fassen Sie die Kamera nicht an. Sie lügen. Nein, worüber sollen wir denn gelogen haben? Tut mir leid, aber das geht so leider nicht, meine Herren. Worüber sollen wir denn gelogen haben, Sir? Das war ganz schön ungewöhnlich, oder? Noch nie davon gehört, nein. Sie sind sich dessen also nicht bewusst? Und es scheint, dass diese Projekte bereits ausgeführt werden. Ich habe diese Pläne noch nicht gesehen, deswegen lassen Sie mich das erstmal durchschauen. Gerne, Sir. Aber haben Sie grundsätzlich schon mal davon gehört? Tut mir leid, ich muss weiter. Nein, kein Kommentar. Lassen Sie mich das durchlesen. Ich werde mir das in Ruhe anschauen und dann entsprechend handeln. General, dieses scheinbar öffentliche und dennoch geheime Projekt der Aerosolausbringung in die Atmosphäre, kurz gesagt Geoengineering. Ja, was? Der Verwendung von Millionen Tonnen Aluminium, um es in den Himmel zu sprühen. Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Es wird gemeinhin auch als Chemtrails bezeichnet. In Ihrer Amtszeit als NEMA-Vorsitzender haben Sie derartige Aerosolstreifen gesehen? Mike Murphy, Filmemacher aus Los Angeles. Guten Tag, Sir. Wir befassen uns mit einer Sache namens Geoengineering. Wir würden gerne wissen, ob Sie die Ideen und Vorschläge der Geoengineers befürworten. Kongressabgeordneter, ich würde gerne wissen, ob Sie die Vorschläge der Geoengineers, bis zu 20 Megatonnen Aluminium in den Himmel zu sprühen, befürworten. Weiß ich nichts darüber. Wie bitte? Ich weiß nichts von so einer Sache. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Leiten Sie die Frage bitte an mein Büro weiter. Vielen Dank. Ich bin kein Befürworter. Ich habe überhaupt keine Meinung dazu. Aber haben Sie schon mal davon gehört? Wissen Sie, es bekommt immer mehr Aufmerksamkeit in den Medien und in der Öffentlichkeit. Es gibt sogar Kongresskomitees, die eigens für die Debatte solcher Vorhaben gebildet wurden. Vorher sollten wir uns doch über die Auswirkungen im Klaren sein, nicht? Richtig. Wenn wir nicht genau wissen, welche Auswirkungen das haben kann, dann sollten wir sowas auch nicht tun. Es gibt vier verschiedene Optionen, wie wir mit Geoengineering umgehen können. Die erste wäre, es einfach zu verbieten. Ich würde sagen, man sollte nicht schon von Beginn an zu strenge Reglementierungen für klein angelegte Studien auferlegen, denn sonst sind den Wissenschaftlern die Hände zu sehr gebunden. Was die wissenschaftliche Gemeinschaft in erster Linie anstellen sollte, sind kleine Studien in begrenzten Räumen, und die angemessene Größe der Räume sollte eine wissenschaftliche Frage sein. Daher sollte es nicht zu viel Aufsicht und Reglementierung geben. Kongressabgeordneter, entschuldigen Sie, mein Name ist Mike Murphy und ich beschäftige mich mit dem Thema Geoengineering. Die flüchten alle vor dieser Sache. Da muss man sich doch fragen, warum.
Ich muss zuerst mit meinen Mitarbeitern darüber sprechen. Ich kenne die Details nicht. Wurden Sie schon mal auf dieses Thema aufmerksam gemacht? Sir, Herr Kongressabgeordneter, Sie haben letzten November über Geoengineering gesprochen. Sind Sie ein Befürworter dieser Ideen und Vorschläge? Geoengineering? Noch nie davon gehört. Sie wissen also nichts über die Geoengineering-Diskussion? Es wird Geoengineering genannt. Ich habe Sie verstanden, aber ich habe trotzdem noch nie davon gehört. Wenn Sie heute in den Himmel schauen, werden Sie erkennen, dass es schon umgesetzt wird. Haben Sie schon mal von Geoengineering gehört? Nein. Von dem Vorhaben, 10 Millionen Tonnen Aluminium in die Luft zu sprühen? Das Komitee für Wissenschaft und Technologie hat erstmals darüber öffentlich berichtet. Nein, nein, nie davon gehört. Wir sind sehr beunruhigt darüber. Hey, wie geht's denn? Also was? Wir haben mit dem Büro der Kongressabgeordneten Watson gesprochen und ihre Pressesprecherin, Miss White, kennt die Luftraumschutzverordnung von Repräsentant Kucinich, die Chemtrails und Aufrüstung in der Atmosphäre und im Weltraum erwähnt, was später mit Druck aus dem Gesetzesentwurf wieder herausgenommen wurde. Haben Sie das Aerosolsprühen heute über dem Kapitol schon gesehen? Geoengineering birgt eine große Bandbreite an Ungewissheiten, sowohl ethischen als auch politischen Bedenken und das Potenzial für katastrophale Nebenwirkungen für die Umwelt. Mr. Gordon gibt normalerweise nicht sehr oft Interviews. Darum sollten Sie besser nicht versuchen, ihn dazu zu drängen. Okay. Als Vorsitzender des Rechtsprechungskomitees betrachte ich es als meine Aufgabe, einen öffentlichen Dialog zu initiieren. Wir würden gerne wissen, ob Sie die Maßnahmen, zwischen 10 und 20 Millionen Tonnen Aluminium in die Atmosphäre zu sprühen, befürworten, Sir. Nein, nein. Und ich denke, wir brauchen dazu noch mehr Untersuchungen. Und zur Frage über bereits ausgeführte Projekte. Es gibt unzählige Indizien, die nach Ansicht vieler Menschen eindeutig beweisen, dass diese Projekte bereits angelaufen sind. Haben Sie Kenntnis davon? Nein, sicherlich sind das keine unzähligen Indizien. Aber ich befürworte die Forschung im Bereich des Geoengineering. Und ich bin ein großer Befürworter von strenger internationaler Kontrolle darüber. Ich hoffe auch, dass jeder, der die Pläne genau studiert hat, weiß, wie ich glaube, dass dies sehr radikale Vorschläge und Ideen sind. Und ich hoffe auch, dass wir keinen Gebrauch davon machen müssen. Könnten wir Ihnen die Nachweise denn zukommen lassen, die darüber Aufschluss geben, dass diese Projekte bereits real umgesetzt werden? Wären Sie bereit, diese öffentlich anzusprechen? Wir haben bereits 3 oder 4 Anhörungen dazu gehalten. Wir haben das schon öffentlich angesprochen. Also ich meine nicht die Pläne, sondern die tatsächlich stattfindende Umsetzung. Ich befürworte die derzeitige Ausführung nicht. Ich denke, wir sollten erst mehr untersuchen. Wenn es Konsequenzen hat, die über die Landesgrenzen hinausgehen, dann braucht es ganz klare Reglementierungen. Wir brauchen Reglementierungen nicht nur für die Ausführung, sondern schon vor Beginn der Ausführung. Insbesondere bei groß angelegten wissenschaftlichen Feldstudien. Bei diesem Thema ist es allgemein nicht besonders beliebt, über globale Gesetze zu sprechen. Als diese Leute anfingen, über die Notwendigkeit einer Aufsicht durch den UN-Sicherheitsrat zu sprechen, einer internationalen Umweltsicherheitsbehörde, einem starken UN-Mandat, wurde es klar, dass die, versteckt hinter der Umweltmanipulation, nach einem globalen Machtinstrument suchten. Aber ich glaube, es verlangt nach einem internationalen Abkommen, das alle Nationen an ein gemeinsames Schicksal bindet. Denn das ist ein gemeinsames Schicksal. Unglücklicherweise sind nicht nur die großen Regierungen in der Lage, das ausführen zu können, sondern auch die kleineren. Eventuell auch Milliardäre, die sagen, ich werde die Welt ganz alleine retten und werde es nicht mal erwähnen. Wie entscheiden wir, was ein globaler Notfall ist? Wessen Hand befindet sich am Thermostat? Wie entscheiden wir, wann wir damit beginnen? Das können wir im Augenblick nicht. Und wenn wir doch damit anfangen und es dann durch ein technisches Problem oder Meinungsverschiedenheit nicht weiter fortführen können? Innerhalb von 1 oder 2 Jahren werden die Aerosole aus der Atmosphäre hinabsinken und die Temperaturen werden noch schneller hochschießen, als sie es schon jetzt tun. Es sind genau diese rasanten Wechsel, an die wir uns nur sehr schwer anpassen können. Und wenn wir einmal damit begonnen haben, sind wir gezwungen, über sehr lange Zeit weiterzumachen, im Prinzip ohne absehbares Ende. Boeing würde dies sicher ausführen, weil es ja ein echt gutes Geschäft ist, nicht? Es stünde eine hohe finanzielle Motivation dahinter. Nun also, lassen Sie mich jetzt nicht für Boeing sprechen.
Ist das denn erlaubt? Naja, es ist, wie es ist. Aber irgendwann, wenn sich die USA dazu entschließen, werden sie auf eine Firma zugehen, die das umsetzen kann. Und sie wären sicher auch dafür, dass Boeing den Zuschlag bekommt, statt Lockheed Martin zum Beispiel. Gewiss besitzen wir die industrielle Aufstellung, die dem Land besondere Technologien oder die Annahme großer Herausforderungen, wie zum Beispiel die Landesverteidigung, ermöglichen. Wir tun das einerseits aus unternehmerischen Gründen und andererseits, wie ich glaube, aus einem Dienstgefühl unserem Land gegenüber. Es wäre geradezu katastrophal, wenn wir in ein paar Jahren entdecken würden, dass die Regierung verdeckte Operationen durchführte, um still und heimlich herauszufinden, wie das alles funktioniert. Es ist ziemlich klar, dass der Planet damit abgekühlt werden kann. Aber man kann und wird ihn nicht mehr in die ursprünglichen Klimaverhältnisse zurückversetzen können. Man kann also darüber streiten, ob die klimaverändernden Maßnahmen dem Planeten mehr nutzen oder schaden. Jedoch darüber, dass man das Klima nicht mehr in dessen Ursprungszustand zurückbringen kann, sind sich alle einig. Werden wir die konkrete Ausführung noch erleben? Ich kann nur sagen, hoffentlich nicht. Al? Ich schließe mich an. Ich sehe das wie eine Art Evakuierungsplan, wie wenn große Deiche gebaut werden. Das wäre sozusagen die Emissionsreduktion, die verhindern soll, dass die Sintflut uns ausradiert. Präventiv, wissen Sie? Damit wir einen Plan haben und wissen, was zu tun ist im Falle eines Falles. Darum sehe ich diese Möglichkeiten eher als Katastrophenschutzinstrumente und nicht als eine Methode, um die fortschreitenden Risiken des Klimawandels einzudämmen. Sie würden also eine Besteuerung, sagen wir, des Rindfleischkonsums als ein Mittel befürworten, um Ihr Ziel zu erreichen? Ja. Und wie würden Sie dabei vorgehen? Es ist doch wohl Ihr Job zu entscheiden, was besteuert wird und was nicht. Ich meine, wenn man die Leute ermutigen will, ihr Verhalten zu ändern, gibt man ihnen positive oder negative Anreize für ihr Verhalten. Das ist sicher die Antwort, die Sie hören wollten, Mr. Smith. Tja, schade, dass meine Zeit schon abgelaufen ist. Danke, Herr Vorsitzender. Die Aluminium- und Bariumverseuchung wird auf der ganzen Welt festgestellt. Man glaubt, das komme von diesen Programmen. Das heute über dem Kapitol sieht aus wie von diesen Aerosolprogrammen. Haben Sie das schon gesehen? Noch nicht, aber war mir eine Freude. Wenn ein James-Bond-Bösewicht Flugzeuge in die Luft schickt, um die Wolken zu impfen, wie könnte sowas verhindert werden? Setzen Sie sich mit meinem Büro in Verbindung, da wird jemand mit Ihnen sprechen. Okay, machen wir. Aber wissen Sie von dieser Sache? Wie ich Ihnen schon gesagt habe. Befürworten Sie diese Vorschläge? Ich weiß nichts von Vorschlägen oder sowas. Ich werde mich informieren und ich höre dann von Ihnen. Okay, hier ist noch ein Brief Ihres Wahlkreises für Sie. Geben Sie ihn einfach. Ich werde ihn nehmen. Vielen Dank. Viele Menschen glauben, dass diese Projekte bereits im Gange sind, weil weitläufige Kontaminierungen überall schon festgestellt worden sind. Und wie sollen diese Projekte heißen? Geoengineering. Geoengineering? Ja, das Sprühen aus Flugzeugdüsen. Alles klar. Ich schaue, was sich machen lässt. Menschen auf der ganzen Welt sprechen von Kontaminierungen. Wissen Sie was? Ich kümmere mich darum und melde mich bei Ihnen. Herzlichen Dank. Und wenn wir die Durchschnittstemperatur in etwa hinbekommen, werden sich dafür die Niederschlagsmuster verändern. Einige Orte werden wärmer, andere wiederum kühler. Es wird also Gewinner und Verlierer bei den Geoengineering-Maßnahmen geben, falls wir es machen sollten. Aber nichtsdestotrotz, wie David schon sagte, gibt es Gründe, die sehr dafür sprechen. Viele Menschen sind ernsthaft über die hohe Giftigkeit von Aluminium besorgt, die bereits vom Kongress in verschiedenen Gremien angesprochen worden ist. Wären Sie denn bereit, einen Blick in einen Brief aus Ihrem Wahlkreis zu werfen, der diese Bedenken äußert? Wenn Sie mich entschuldigen würden... Okay, kann ich Ihnen dennoch einen Brief Ihres Wahlkreises mitgeben? Aber gerne doch. Sie sind über die Maßnahmen und Vorschläge informiert? Alles klar, vielen Dank. Ich bin mit dieser Sache nicht vertraut, deswegen weiß ich nicht, was die da alles treiben. Na gut, also Geoengineers ziehen in Betracht, Aluminium und Barium in die Atmosphäre zu sprühen. Wieso Aluminium? Das ist ein Wertmetall, das wir verwenden können. Also der Plan ist es, den Planeten zu kühlen. Klingt ziemlich seltsam. Ja, richtig. Also die schlagen vor, diese Metalle in die Atmosphäre zu bringen, um die Sonnenstrahlung abzublocken. Und wir sind hier, um herauszufinden, was die Kongressabgeordneten dazu sagen. Dazu werden wir wohl eine sehr ernste Anhörung benötigen. Es gibt viele Andeutungen, dass diese Projekte bereits ausgeführt werden. Es werden Aluminium- und Bariumkontaminierungen in Regen, Schnee und in den Böden festgestellt. Vielen Dank. Danke sehr.
Was denken Sie über die Zunahme von Alzheimer um 200% im letzten Jahrzehnt? Es werden überhöhte Aluminiumwerte in Wasserproben überall im ganzen Bundesstaat gefunden. Wieso geben Sie mir nicht alle Infos, die Sie darüber haben? Ich habe sehr gute Mitarbeiter, die ich damit betrauen kann. Wenn Sie so freundlich wären, es an Mr. Lavelle zu schicken. Okay, das machen wir. Schicken Sie mir das Ganze als E-Mail zu. Ja. Okay, klingt sehr gut. Wir bleiben in Kontakt. Wir untersuchen das sehr gewissenhaft und es gibt buchstäblich einen Berg an Beweismaterial. Okay, dann schaffen Sie diesen Berg zu uns und wir überprüfen das dann. Und werfen Sie ruhig einmal selbst einen Blick in den Himmel, um sich davon zu überzeugen. Okay, das werde ich tun. Sie werden Flugzeuge bemerken, die Aerosole versprühen. Also vielen Dank nochmal. Die Zukunft der Menschheit hängt maßgeblich davon ab und wir hoffen auf Menschen wie Sie, die aktive Schritte dagegen unternehmen. Herzlichen Dank. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ja, ebenfalls. Vielen Dank. Die meisten Abgeordneten des Kongresses sind den Gang entlang gerannt, um unseren Fragen auszuweichen. Wie es aussieht, richtet sich der Krieg gegen uns alle. Jeder einzelne von uns ist betroffen. Menschen, die einen Eid abgelegt haben, die verfassungsgemäßen Rechte von uns Bürgern zu verteidigen, wissen nicht nur, dass es sowas gibt, sie beteiligen sich auch noch aktiv daran. Wir alle haben die Pflicht aufzustehen, damit dieses Problem endlich angesprochen wird. Wieso wird das Wasser vergiftet? Wieso wird der Boden kontaminiert? Warum gibt es immer mehr Krankheiten, deren Ursache Aluminium ist? Das betrifft uns alle und darum besitzen wir alle die Pflicht, uns darüber zu informieren, es laut auszusprechen und es aufzuhalten, für unser eigenes Wohl und das Wohl unserer Kinder. Es ist ein entscheidender Moment in unserer Geschichte. Die Menschen müssen sich entscheiden, ob sie auf Knien leben, besprüht und vergiftet und jeden Tag in immerwährender Angst leben wollen, oder ob sie aufstehen und als freie Menschen in Frieden, Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit in die Zukunft gehen. Truth, justice, peace and freedom for all of God's children. So as you can see, we're ending our film. Wie Sie sehen, beenden wir unseren Film in der Hauptstadt Washington DC. Und wir haben viele Beamte und Politiker darauf aufmerksam gemacht. Die meisten stritten jegliches Wissen darüber ab oder waren schlichtweg nicht dazu bereit, die Situation mit uns zu besprechen. Wie Sie sehen können, werden direkt hinter dem Weißen Haus Aerosole versprüht. Das Sprühen geht weiter. Und was ist die Lösung? Liegt die Lösung hier in Washington DC? Es ist sicherlich eine der Lösungen. Doch die eigentliche Lösung ist nicht nur hier. Sie ist in euch. Dieses Problem betrifft uns alle. Darum solltet ihr euch genauestens darüber informieren. Bitte werdet aktiv. Engagiert euch in Graswurzelbewegungen. Etwa 90% der Menschen, wie wir glauben, haben noch nie was von Geoengineering gehört. Was bedeutet, dass 90%, die etwas tun würden, auch etwas tun könnten, wenn sie von diesen Projekten wüssten? Darum bitte ich euch, blickt in eure Herzen und nutzt jede Fähigkeit, die ihr habt, um diese Informationen zu verbreiten. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab.